Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, es mangelt an Arbeitskraft, aber so viele sind es gerade noch nicht. Können ja aber Holz bauen. Holz inbeziehen, das ist ziemlich gut. Können wir nämlich hier. So, noch nicht. 25 brauchen wir. Ah, haben wir doch. Achso, 5 Leben. 5 Leben. Jetzt haben wir 5. Jetzt können wir hier den Stein einsetzen. Produktivität. Sehr schön. Nur 10. Das war teuer. Wieder Zeit, hier ein bisschen Deflation einzusetzen. Wo stehen so viele Leute an, warum? Wir können ja können wir das verschneller mit B? Nee. Und ganz kurz gucken hier in den Optionen Steuerung. Und zwar Blaupause, Modus, ein aus V. Abrissinfo, Pause hat, Weg bauen, Wohngebäude bauen, mit H. So. V? Nee. Achso, da wechseln wir dort unten. Verstehe. Ich will in Zukunft einfach weniger Blaupausen bauen. So. Tun wir hier aber mal. Spielstand gespeichert. Genau. Das ging aber jetzt schneller, ja. So. Was haben wir davon? So viele? Müssen wir trotzdem noch ein paar Wohnhäuser bauen? Uns mal gewartet hier, nicht dass der Blaupause-Modus wieder einsetzt. Und hier können wir. Wo bleibt mein Segeltuch? Deko einsetzen. Warte mal ab, Kollege. Das geht von Hand wesentlich besser. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Hatten wir schon 4 Segeltücher? Ah, die Segelproduktion geht voran. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Sträflingsschiff? Ja, auf jeden Fall eine neue Insel entdeckt. Eisenvorkommen, Zinn,
Vorkommen, Lehmvorkommen. Ja, auch Zementvorkommen, okay. Zement ist neu. Steinkohle. Eisen. Hier gibt es Weizen, Hopfen, Jagd und Salpetervorkommen. Müssen auch da mal ein bisschen drauf achten, was es alles auf den Inseln gibt hier. Bei uns gibt es Kartoffel, Getreide, Trauben und Salpeter. Was gibt es hier? Paprika. Paprika ist wichtig. Trauben kenne ich auch noch nicht. Hier gibt es Paprika, unbesiedelte Insel. Eine kleine unbesiedelte Insel, wa? Habe ich die ausgewählt? Nein. Fahren Sie mal dahin. Ah, hier gibt es Jagd und Hopfen. Eigentlich ist es hier schon gar nicht so übel. Da brauche ich 10, 8 Stahl brauche ich da. Okay. Dann müssen wir noch mal eine Epoche weiter. Deswegen. Ja, mach dich mal dein auf. Ich bin dort. Okay, dann Segel mach als Baum. Ja. Es sind Böcke. Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie eine Gruppe von Schiffsbrüchigen. Da oben. Okay, da müssen wir das Schiff nehmen. Und dahin. So. Ne, wir können ja schon Stahl produzieren. Schaut mal. In den Hafen können wir auch schon ein bisschen was bauen. Karton, Depot, Hafenmeisterei, Geschützstellung. Ich brauche alles Backstein. Backstein, Backstein, Backstein. Das geht mir hier auch ein bisschen zu langsam. Guck mal, wir haben hier da noch und da noch. Ich tue jetzt mal voll ausschöpfen hier. Und schau auch mal, wenn ich hier die ganzen einzelnen Gedingse jetzt hier mal alle abreißen tue. Mal schauen, wie viel da rauskommt. Kommt Holz raus. Überschuss geht verloren. Oh ne, das ist nicht gut. Ziegelsteine. Steine. Ziegelsteine. Da auch nochmal Ziegelsteine. Ziegelsteine sind gut. Ziegelsteine sind gut. So. Hafenmeisterei. Wunderhübsch. Das kann man auch bauen. Da passt mehr rein, meine lieben Freunde. Tut mir leid. Der Schiff wird eine Inspektion. Da passt mehr rein. So, jetzt haben wir noch ein Stein. Ein Stein haben wir noch. Ich gehe mal hier zu dem Bauen. Da wo hier mal ein Lager ist. Und zwar an dieser Position. Lagerhaus.
Da so. Da so. Und da so. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Weg hochfinden. Wie zum Bleistift. So. Das passt perfekt. Und hier. So rüber gehen. So, perfekt. Wenn wir das hier oben haben, können wir das hier unten hin zu der Produktion schaffen. Müsste ja eigentlich gehen. Deswegen würde ich hier. So, alles Menü. Ja, Quicks. Hier eine Brick-Fabrik. Drei Stück. Das müsste erstmal lang. Und da drüben. Und das hier. Will ich auch noch mal eine bauen wollen. Da möchte ich schon. So. Das haben wir nicht gebaut, den Weg. Jetzt haben wir ihn gebaut. So, das Schiff ist jetzt hier da. Und kann die Geborgenen gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit. Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Dann lassen wir wieder zurück in Hafen hier. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Treibgut. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis. Jede Wette. Brief. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. So. So, Brief. Sehr geehrter Direktor Bleakworth, mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel, Verbrechen und Strafen wie verfolgt. Ernest Sterling, Gebrauch unflättiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit, Veritas Herzgut, Identitätsschleichung. Erschleichung, Verband um den Antipoden. Elias Noble, verfassen von Drohbriefen lebenslange Haft. Und Honora Honet, Rufmord lebenslange Haft. Der Richter schloss sich meiner Ansicht an, je weder Mangel an Beweisen für die gemeinsame Verschwörung mit einem Verräter sei an sich bereits ein Beweis, dass sie etwas zu verstecken hätten. Alles in allem hätte sein Urteil sehr viel schlechter ausfallen können, wenngleich ich nicht verpflichtet bin, diese Details zu erläutern. War ich in der Ansicht, dass die Fakten in diesem Fall für sie als einen Kollegen der rechtsprechenden Zunft von Interesse sein könnten. Hochachtungsvoll, Edward Goode. Sieh nur, das sind genau die Menschen, denen Vater am meisten vertraute. Anwälte, Ärzte, Akademiker. Ich hätte nie gedacht, dass er so korrupt sein könnte. Wir müssen diesen Fall vor die höchste Gerichtsbarkeit bringen. Höchste Gerichtsbarkeit. Er weiß jedenfalls, wie man Kritiker zum Schweigen bringt.
Ja, so schaut's aus. Wir brauchen aber erstmal Arbeiter hier. Weil wir haben jetzt oben ordentlich gebaut. Deswegen wollte ich immer noch ein paar Wege bauen. Oder erstmal ein paar Häuser. Usa, das war falsch. Sie haben doch keine. Und ich weiß nicht, ob wir hier eine Kirche bauen können. Oh, die passt hier gerade überhaupt nicht rein, ne? Da passt sie eben so hin. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Wenn ich gar so. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Nö, nee, dürfte nicht. Dürft ihr nicht. Heute war ich sogar schon vor den Vögeln wach. Machen wir mal ein bisschen Dekor. Das kommt immer gut. Und hier eine schöne Wiese. Die Rübe war so groß wie ihr Kopf. So. Das schaut doch gar nicht mal so übel aus. Wir brauchen jetzt mehr Arbeitskraft. Das Schlaraffenland. Die tun wir hier. Ja, schaffen. Ein Feuer ist ausgebrochen. So. Feuer ist ausgebrochen. Wo? Da, nehmen wir das. Mobilisieren, das schaut ein bisschen größer aus. Nein. 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 So. Machen wir wieder hier in den hübschen Baum oder so rein. Schaut wirklich schon ziemlich fein aus, muss ich sagen. Da hinten gerade gebaut wird, aber in der Ferne kann man hier das Örtchen sehen, hier drüben. Vom Archibald müsste das sein. Genau, mit seinem hübschen Gebäude. Schaut auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Spielstand gespeichert. Finde ich gut. Kann man die Wand schon wieder aushaben. Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. So, ich bald Blake. Genau. Was wollen die jetzt haben? Also, das ist Handel. Entweder bringen sie etwas politische Gefangene zu Ellie Blackworth oder bringen sie etwas politische Gefangene zu Sir Archibald. Items. Die Flammen wurden gelöscht. Ich träumte von Neuigkeiten. Noch mal, da kommen wir angefahren.
Was haben Sie da im Schlepptau? Genau. Hat er tatsächlich? Herrje, ich werde mit Edward ein ernstes Wort reden müssen. Lassen Sie diese Menschen in meiner Obhut und nehmen Sie dieses Schiffspatent. Sie haben es sich redlich verdient. Vielen Dank. Achso, muss ich das noch mitnehmen? Das ging dich nichts an. Und welches Recht hat die Krone, sich in meine Belange einzumischen? Welches Recht? Oh, da kann ich hier noch ein bisschen Handel betreiben. Wir alle sind Ihnen überaus dankbar für das, was Sie getan haben. Ihr Vater wäre mehr als stolz. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. Wenn ich die Augen schließe, rieche ich schon den Teer. Und sehe von Vaters Zimmer aus die Masten schwanken. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Tun wir mal hier Dinner machen. Und alles mit dem Siegel der Königin. Ja, ne? Bam! Jetzt können wir hier mal gucken. Die benötigen noch Seife und eine Schule. Und hier noch Bier und Schnaps. Genau, dann müssen wir die zweite Insel erforschen. Und jetzt, wo wir aber mehr Sachen haben, können wir hier im Hafen auch mehr Sachen machen. Da. Genau, und zwar eine Werft. Braucht 100 Arbeiter, am 19. Pause ein. Das Depot könnten wir uns leisten. So, jetzt ziehen wir erstmal das hier rein. Weißer Stahl. Ah. Vielen Dank. Das können wir hier das bauen und die erste Schiffswerft unserer Stadt. Dieser denkwürdige Moment muss einfach eingefangen werden. Genau. Tun wir mal hier ein kleines Schiffchen bauen. Und jetzt machen wir uns mal an die Arbeit. Zementvorkommen, Kupfervorkommen, Zementvorkommen. Können wir das Holz jetzt einsammeln? Ja. Spielstand. Ja, jetzt nicht mehr. Aber wir können jetzt Eisen. Haben wir keine Eisen? Eisen vorkommen. Zwei. Da drüben. So. Ach so, was sind das hier? Drei oder vier Scheffel. Fotografieren Sie die Schiffswerft. Oder abschicken. Eine vorzügliche Fotografie. Genau. Das wird die Titelseite. Der Beginn einer, ich wage es zu hoffen, fruchtbaren Partnerschaft. Okay. Kapitel 2. Oh. Ein Zeichen des Feuers. Okay. Ein Zeichen des Feuers. Ein Archibald Blake verkaufen. Ein Schoner, zwei Kanonenboote, eine Fregatte.
Nun, die Königin benötigt Schiffe. Viele Schiffe. Warum kann hier kein Eisenkar? Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ein Auftrag für die königliche Flotte. Und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Ja, wenn das noch nicht geht, dann können wir nicht bauen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Setze ich auch mal hier hinten ins Bauernviertel rein. Ne, vielleicht. Dahin. So, und das dauert eine Minute, das auch. Und das 30 Sekunden, das heißt zwei von denen und eine von denen. Das klingt nach einem Plan und einem Plan ist ein Plan und ist auch ein Plan. Kann ich hier nicht auf die Ecke? Ne, anscheinend nicht. Das 5, ja. Dann zwei von denen. Machen die Dreck. Ich war es nicht. Und eine von denen. Jetzt auch mal einfach mal dorthin. Kann ich hier hoch zu bauen? Nee, das geht nicht. Aber mal so ganz nebenbei. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Ja, dann. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Hola. Entschuldigt. Na, da müssen wir auch erstmal neue Gebäude, eine Polizeistation. Vielleicht gar nicht so unpraktisch. Spielstand gespeichert. Gar nicht so unpraktisch. Es mangelt an Arbeitskraft. Nee, nur ein. Uiuiui. Muss man ja wirklich mal ein bisschen was upgraden hier. Besser geht immer. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? So, so mehr Bauern bauen. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis. Ja. Und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Naja, doch. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise.
Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Also wieder dorthin. Hab gedacht, wir fahren jetzt mal schnell in die neue Welt rüber. Machen wir mal Planbaustelle. Zu wenig? Oder nimmt sich das jetzt mit der Zeit? Ja, jetzt geht's runter. Wir gucken mal. Wir haben ja ordentlich was gebaut. Das geht jetzt ordentlich nach oben. Gut, es hat keine Straße, es ist ein Problem. Ja, eine Schule können wir bauen. Guck mal. Eine schöne Schule. Hier wird es reinpassen. Die Schule. Und die benötigt. Die benötigt 20 Stahl. 18 Hammer. Nur noch 2 Stahl uns mal hier drüben holen. Und ja. Seifenproduktion. Das ist unser gutes Recht. Sind Sie sehr zufrieden? Wir brauchen eben noch Bier. Da müssen wir expandieren auf eine andere Insel. Das werden wir dann tun. Sprengstoff. Kümmern wir uns erstmal darum dann. Suchen Sie nach Sprengstoff des Sprengstoffmeisters. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wrongways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Hm.
Okay, und das war die Kampagne. Vorbestellt habe ich natürlich schon. Cool. Also die Kampagne hat mir auf jeden Fall gefallen. Man muss immer wieder versuchen, da auch ein bisschen mitzukommen. Das erzählt eine ganz eigene Geschichte an sich und wie ich finde, ist die Geschichte ganz gut aufgebaut. Auch ein paar kleine Kniffe mit drin, dass man nicht alles gleich von Anfang an machen kann, wie zum Beispiel das Eisenvorkommen, dass man da wirklich auch sieht, da ist eine Schiene, die in eine Mine führt und mit Stein dort die Bergklippen verbunden sind, sodass man da nicht durchkommt und theoretisch auch nicht an die Eisenvorräte rankommt. Ich finde es auch cool, dass man am Anfang eben auf diese Insel kommt, die völlig verwüstet ist und erstmal den Aufbau wieder neu beginnt, die Ruinen beseitigt und die Bevölkerung dann zufriedenstellen muss. Ich finde es wirklich schön und ich hoffe, ich konnte euch schon einen kleinen Einblick in die Kampagne setzen. Wenn ihr das wahrscheinlich seht, ist der 16. April schon ein bisschen vorbei. Das volle Let's Play hängt sich hier dahinter an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Cedric Essos. Tschüss.